Thank you so much. Grund zum Jubeln. Die deutsche Regisseurin Maria Schrader hat den Emmy Award für die beste Regie in einer Miniserie gewonnen. Schrader bekam die Auszeichnung für die vierteilige Serie Unorthodox beim Streaming-Anbieter Netflix. Sie erzählt darin die Geschichte der ultraorthodoxen Jüdin Esther, die vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin flüchtet. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Sendung von Moderator Jimmy Kimmel im Staples Center ohne Publikum moderiert. Maria Schrader war danach in einer Online-Pressekonferenz zu sprechen. I don't know where to start. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben uns an das Projekt herangetastet, so gut wir konnten. Ich glaube, wir hatten alle anfänglich ein Gespür dafür, wie wichtig, stark und zugleich feinfühlig die Geschichte ist. Als Regisseurin bin ich meinem Gefühl gefolgt und habe versucht, die Teile hervorzuheben, die mich persönlich nicht nur als Frau, sondern als Mensch mit der Geschichte verbunden haben. To emphasize these parts of it, where I personally, not only as a woman, but as a human being, could connect with this story. Maria Schrader hat eine Karriere als Schauspielerin und Regisseurin hingelegt, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Sie wurde 1999 mit dem Kultfilm Amy und Jaguar berühmt. Im deutschen TV-Ereignis Deutschland 83 mimte sie eine eiskalte Stasi-Agentin. Als Regisseurin feierte sie schon mit Liebesleben Erfolge. Ihr zweiter Film, Vor der Morgenröte, ging sogar für Österreich ins Oscar-Rennen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.